Hallo zusammen, ich bin Lea und freue mich, heute mit euch ein Video zu machen, hier im Golden House. Ich gebe normalerweise das Bodyworkout am Mittwochabend im Golden House. Es ist gewünscht worden, ein Video mit einem Step mal zu machen. Darum haben wir den Step dabei. Ihr könnt aber auch alles von daheim mitmachen ohne Step. Ich versuche euch während der Übungen zu zeigen, wie die Variante wäre. Wir machen 3 Blöcke. Wir wiederholen jeden Block. Eine Übung ab 45 Sekunden, dann haben wir 15 Sekunden Pause. Darum haben wir auch diese Perspektive gewählt, damit ihr den Timer hier dran seht. Das ist mal etwas Neues. Ihr könnt euch hier dran richten. 45 Sekunden geht immer die Übung. Ich würde sagen, wir können gerade starten. Dann mit dem Timer habe ich noch nicht aufgemacht. Mal schauen, wie das läuft. Wir gehen zuerst. Du lässt es ein bisschen aufwärmen. So, start. Hat schon mal funktioniert? Mega gut. Kannst du dir das noch ein bisschen strecken, bevor der Start ist? Und dann gehen wir einfach mal easy running. Zum Aufwärmen, running. Kannst du deine Schultern unten lassen, deine Arme mitnehmen. Wenn du einen Step hast, kannst du den zur Hilfe nehmen, schon mal mitnehmen. Und dann gehst du hoch und tief und hoch und tief. Einfach kannst du ein bisschen warm werden. Wenn du keinen Step hast, bleibst du da unten. Gehst du vielleicht ein bisschen breit, ein bisschen schmal. Easy. Nachher starten wir dann schon mit unserer ersten Übung. Unsere 3 Blöcke haben immer die erste Übung, die gleich ist. Das ist ein bisschen Cardio mit Running drinnen, um ein bisschen schwitzen. Und dann kannst du deine Arme mal noch ein bisschen hochnehmen, durchstrecken, deine Beine ein bisschen lockern, deine Fußgelenke lockern. So, und dann würde ich sagen, starten wir. Wir haben 4-mal Running. Und dann 4-mal verschoben und dann wieder 4-mal Running. Ist gut? Achtung, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4. Verschiebend. 1, 2, 3, 4. Und bleiben. 1, 2, 3, 4. Verschieben. 1, 2, 3, 4. Jetzt kannst du deine Knie ein bisschen höher nehmen, damit es ein bisschen strenger wird. 1, 2, 3, 4. Wenn du keinen Step hast, dann machst du 1, 2, 3, 4. Verschieben. 1, 2, 3, 4. Bleiben 1. Genau, einfach so, gell? Wieder hoch. Ist eigentlich egal, hauptsächlich du kommst ein bisschen ins Schwitzen und lösen. Zweite Übung. Du kannst auch einen Stuhl nehmen. Und dann den Fuß auf den Stuhl, linken Fuß hoch, linken Fuß Standbein, rechten Fuß hoch und in Lunge. Achtung! Hoch, Lunge. Hoch, Lunge. Sehr gut. Probiert deine Knie da leicht rauszubringen vom Standbein. Das hintere Knie schön weit runter. Und das machst du auch 45 Sekunden. Ich muss ein bisschen spicken. Gut. Einfach weitermachen, denn du siehst den Timer. Für dich gilt es immer weitermachen. Ich muss schauen, was die nächste Übung ist. Wir haben nachher Burpees. Okay, schön weit runter. Arme kannst du auch einfach ruhig lassen, was dir am liebsten ist. So. Burpees. Tief. Jump. Hoch, oben. Ist gut. Zuerst mal langsam. Let's go. Ich zeige es von der Seite. Du kannst einfach weitermachen. Tief. Du kannst es natürlich auch einfach auf dem Boden machen, gell? Kein Problem. Wenn du ein bisschen mehr willst, tief. Jump, Liegestütz, hoch, oben. Noch 20 Sekunden. Immer schön weitermachen. So, kommen die letzten. Dranbleiben. So. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Ich glaube, jetzt hört der Timer nicht auf, egal, wir machen weiter.
Viermal Running, viermal verschieben, viermal Running. Eins, zwei, sorry, drei, vier verschieben. Eins, zwei, drei, vier. Bleiben. Eins, zwei, drei, vier. So, ich zeige es mal ohne Step vor. Eins, zwei, drei, vier. Und bleiben. Eins. Schultern tief gesetzt, Brust rauslassen. Stolze Haltung. Eins, zwei, drei, vier. Und bleiben. So, wie lange haben wir noch? Er ist noch fertig. Komm, wir gehen nochmal. Das wäre jetzt eben der finale Timer gewesen. Wir stellen den Gabriel rein. Machen da weiter. Und zwar, dass man den anderen Fuß auf den Step oder auf den Stuhl. Knie leichter raus. Stolze Haltung. Hoch. Knie zum Boden bringen. Sehr gut. Und wahrscheinlich gesäß, den wir damit trainieren. Unter anderem. Und probieren wirklich da runterzukommen. Mach den ganzen Range. 40 Sekunden lang. Du merkst, gell, es ist nichts mit Choreo auf dem Step. Es ist ein Hit-Training. Also falls du dich da auf Choreo eingestellt hast, sie wird nicht kommen. Tief und hoch. Geht sicher nicht mehr lang. Ich sehe sie nicht, gell? Ah, jetzt. Lösen. Easy Burpees zum Starten. Und dann haben wir den ersten Block. Okay, bereit machen. Easy Burpee. Bleib schon stabil im Oberkörper. Zeig dir mal von der Seite. Was du versuchst zu vermeiden, ist folgendes. Da soll irgendwo reinfallen, gell? Das wollen wir nicht. Du bist ganz stabil. Tack. Tack. Hand und die Schultern, wenn du willst, Liegestütze, hoch, bam. So, einfach weitermachen, was haben wir noch? 12 Sekunden. Die letzte. Machen wir noch eine. Okay. So, Block 1, wir gehen zu Block 2. Running immer das Gleiche. Hast du gar keine Bewegung gekommen? Viermal Running, viermal verschieben. Eins, nein, sorry, zwei, drei, gleich Fälle, vier, nicht verschieben. Eins, zwei, drei, vier, bleiben. Eins. Arme mitnehmen. Ich kann dir das mal zeigen. Im Seitenprofil. Eins, zwei, drei, vier, bleiben. Eins, zwei, 3, 4, 1. Schultern weit runter. Weg von den Ohren. 1, 2, 2, 3. 10 Sekunden kommt durch den Beissen. Muss ich dich spicken. Oh. Also die letzte kommt durch den Beissen. Okay, der ist auch cool. Step abgumpen. Ganze Step-Länge gumpen. Tack. Drehen, drehen, hoch. Andere Seite Step. Ready? Go. Jump. Eins, zwei, hoch. Jetzt kannst du probieren, da weit runter zu kumpen. Dann ist es noch etwas strenger, gell? Jump. Eins, zwei, hoch. Jump. Wenn du keinen Step daheim hast, probier mindestens einen Meter zu kumpen. So wäre möglich. So, 20 Sekunden. Schön dabei bleiben. Eins, zwei, drei. Und nachher haben wir den Plank. Okay, wie lange noch? 7 Sekunden. Pumpen wir noch einmal. Plank.
in die andere Richtung. Einfach nur halten. Und dann, wenn du dich sicher fühlst, dann kommst du mit den Füßen runter. Runter, rauf. Immer schöner Tap. Kopf nicht fallen lassen. Ich hoffe, ihr seht mich, keine Ahnung, wie ich das Natter platziert habe. Gell? Aber da bin ich. Gut. Achtung. Halte die Füße breit, so breit wie möglich. Und dann gehst du Arm vor, zurück. Vor, zurück. Decke so ruhig wie möglich lassen. Bauch rein. Ohne Step, einfach am Boden arbeiten. Das war mit der Tiefe. Wir starten hier wieder neu. Mit dem Running. Ich bin glaube ich da gewesen, gell? Okay, viermal Running, viermal verschieben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Da können wir langsam, gell? Eins, zwei, drei, vier. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. So, was sind deine Schultern? Palze sie unten. Nimm deine Arme mit. Und zurück. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, 10 Sekunden. Eins, zwei, drei, vier. Noch, komm. Die allerletzte. Bin ich da. Gumpen. Stepping up, Gumpen drehen. Parat machen kommt fein, gell? Zwei, eins, go! Jump, eins, zwei. Hoch, jump, eins, zwei. Wenn du Probleme hast mit deinen Knien und du nicht willst kumpen, dann laufst. Wenn du da willst drehen, kannst du das machen. Oder laufen, drehen, squat. Laufen, drehen, squat, gell? Nur wenn es mit dem Kumpen nicht geht, oder du das nicht willst. Und sonst schön weiter pumpen. So. 15 Sekunden, komm. Gehen wir dann noch in die Tiefe. Tief. 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 Hoch. Jump. Wie lange noch? 5. 4. 3. 2. Stopp. Plank. Ich hoffe, ihr seht mich. Das ist noch ein bisschen da. Okay. Ellbogen und Schulter. Bauch rein. Stoß auf die Schulter hoch. Gesäß tiefen. Und einfach ein bisschen durchschnaufen. Und dann fangen wir dann an laufen. Stoß dich nochmal hoch auf die Schulter. Schau, dass der Kopf nicht runterfällt. Schön oben bleibt. Tief. Hoch mit dem Fuß. Sehr gut. Und den Bauch nochmal reinnehmen. Hey, nachher haben wir nur noch einen Block, gell? Schon mega weit sind wir. Achtung! Weit oben, so breit wie möglich. Mit den Füßen platziert. Rechten Arm, linken Arm. Kommt 10 Sekunden. Kommen wir. Vor. Vor. Gerade geschafft. Lösen. So. Also, Running haben wir wieder. Running, Running, Running. Viermal, viermal verschieben. Rad. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, das ist schon mal unser letzter Block. Dann wiederholen wir den auch nochmal rechts und links. Okay. Eins, zwei, kommen wir noch ein bisschen weiter rauf. Zwei, drei, vier. Und Knie hoch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. So, es kann nicht mehr lang gehen. Schön mitmachen, komm. Danke für deine Running Arms. Die machen mit dynamisch neben dem Oberkörper. That's it. Wir haben nimm das Depp kurz weg, damit du besser siehst. Side Plank. Ellenbogen unter Schultern. Knie am Boden.
weit, tief, hoch. Tief, höher. Bringt das Becken noch etwas höher. Schafft das seitliche Bauchmuskulatur, gell? Gesäß, spann es an. Das trainieren wir gerade mit. Okay, beim nächsten Mal darfst du hier oben bleiben mit dem Bein. Hold, Fußpoint und fang an zu pulsieren. Puls, Puls, Puls. Einfach noch ein durchpulsen. Sehr gut. Miranda, du hast fast umgekehrt. Noch 15 Sekunden. Einfach nur durchpulsieren. Schnaufen. Wenn sich jemand etwas im Gesäß, einfach weitermachen. Wir haben es gerade, gell? Letzte Übung ist dann noch die Liegestütze. Okay. Ist gerade gut, gibt es da einen Cut. Und zwar hast du seitliche Liegestütze, die Breite, du gehst tief hoch, dann gehst du auf den Step und gehst in vier Füße und wir laufen über. Und dann machst du da wieder bereit für die Liegestütze, gehst zurück mit den Füßen und gehst tief hoch. Ist gut? So, wir machen noch den, dann wiederholen wir die drei Übungen und dann sind wir fertig. Also noch 4 Minuten erledigt. He? Ist gut? Okay, wir fangen gerade hier an. Liegestütze. Du gehst tief hoch, kommst in vier Füße, laufst über und dann gehst du wieder tief hoch. Ich zeige es von der Seite. Ist vielleicht auch noch interessant. Von vier Füße laufst du über. Und dann gehst du tief, hoch, vier Füße, laufen, tief, hoch. Das Ganze ohne Step. Gell, kannst du einfach machen. Tief, hoch, vier Füße, laufen. Tief, hoch, vier Füße, laufen. Das ist eigentlich das Ganze. Du kannst es in deinem Tempo machen. Ganz fertig, komm nochmal. Okay, so, also, bereit, running, das letzte Mal running, viermal verschieben, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und jetzt kriegen wir wieder auf 1, 2, 3, 4. Und hoch, 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 hoch. 1, 2, 3, 4. Back. Ganz ohne Musik ist komisch, gell? 1, 2. Wenn ihr mal kommt am Mittwochabend ins Bodyworkout, haben wir Musik. Kommt mal vorbei und schauen. 1, 2, 3, 4. So, ich vergesse immer wieder alles, was immer war. Side Plank. Gut, jetzt natürlich andere Seite. Ellenbogen auf den Schultern. Knie am Boden, Becken hoch. Und dann gehst du tief und hoch den Arm. Da kannst du auch einfach einstützen, spielt keine Rolle. Was dir lieber ist, schaff schön hoch. Spann den Bauch dabei an, spann die Gesäßmuskeln an. Sehr gut, und dann bleib doch gerade beim nächsten Mal oben. Fußpoint und Puls. Puls. Brust nochmal schön rausnehmen. Und ein bisschen durchschnaufen. Drehen wir nochmal, Achtung. Oh, 18 Sekunden, gut. Also schön oben bleiben. Vielleicht nimmst du dein Bein noch einen Zentimeter höher rauf. Brust immer noch schön. Stolz. Die letzte. Und dann haben wir noch einen Liegestütze. So, Liegestütze, oder? 45 Sekunden und dann finito. Fangen wir wieder an. Komm schön weit runter. Achtung, tief kommen und dann gehst du da an vier Füße über. Tief, ich habe das Gefühl, sieht man mich nicht. Komm dann noch rüber. Okay, wenn du willst, jetzt zum Schluss kannst du einfach noch etwas schneller gehen. Tief, hoch, überlaufen. Tief, hoch, zurücklaufen, tief, hoch, in deinem Tempo. Mach dein Tempo, so dass du dich fordern kannst. Nicht überfordern, fordern. Komm, wir haben es gerade. Kann nicht mehr lang dauern.
ich wünsche euch noch ganz eine gute Zeit, bleibt gesund und freue mich, euch mal zu sehen. Persönlich, tschüss!